Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin zu warm angezogen. Heute ohne Hutband, liegt daran, Hut frisch gewaschen. Da habe ich meistens keine Zeit, weil es mir einfällt, oh, ich muss ja los, und dann ist das Hutband noch nicht dran und deswegen ohne Hutband. Ich dachte mir, es sei doch langsam mal an der Zeit, dass wir ein Projekt angehen, das ich auch schon seit ganz langer Zeit vorhabe. Mal kurz den Sitz des Bartes überprüfen. Und zwar wollte ich ein kleines Waldstück, das ist das da hinter mir, mal in den vier Jahreszeiten bewandern, also ein paar Schritte durchmachen und mal gucken, welche Unterschiede mir denn da jetzt so auffallen, die eines Kommentars würdig sind. Wie man sieht, sind alle Bäume tot, das heißt, es ist Winter oder eine große Katastrophe ist einhergegangen über das Land, aber tatsächlich ist halt Winter. Ne? Wir haben den 14. Februar, ja, den Tag der Pralinen- und Blumenindustrie, aber das muss uns ja nicht davon abhalten, uns dieses Waldstückchen jetzt mal anzugucken. Es ist zwar ein Waldstück, das ich seit ich, ungefähr so groß bin, kenne, aber nichtsdestotrotz eigentlich ein stinknormales Stückchen Wald, nichts super fancy mäßiges, außer dass ein kleines Bächlein durchfließt. Das ist natürlich immer noch ein kleines Plus mit Trinkwasserqualität. Übrigens hatte er zumindest immer, ich glaube nicht, dass sich in letzter Zeit daran was geändert hat. Und das ist es im Grunde, weshalb ich ausgerechnet dieses Waldstück gewählt habe. Es ist auch schön umgrenzt von dieser Vorstraße hier. Die geht quasi einmal ums Waldstückchen drumherum, beziehungsweise da hinten an dem Ende ist auch dann schlicht und ergreifend der Wald fertig. Da beginnt eine Streuobstwiese und dadurch ist es quasi ein, ja, rechteckig ist es nicht, es ist schon ein bisschen abgerundet, aber ein fast rechteckiges Stück Wald mit Bach in einer wahrscheinlich Buchen-Eichen-Landschaft, die wir hier zu erwarten hätten, wenn niemand was anderes gepflanzt hätte. Allerdings ist es ein relativ naturnaher Wald, das heißt, es ist auch ein weitgehend Buchen-Eichen-Wald, noch mit ein paar kleinen Dingen, die da zusätzlich halt noch drinstehen. Das heißt, nah an dem, was da auch gewachsen wäre, wenn da nie jemand drin rumgeförstert hätte. So, und was muss man noch sagen, wir befinden uns auf etwa 180 Höhenmetern, also auch noch längst keine Berglage, und auf Löss. Lössleben bis Löss, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, was hier jetzt exakt vorliegt. Das heißt, es ist ein sehr fruchtbarer Boden. Bei entsprechendem Niederschlag, den man im Regelfall hier hat, kann man auf so einem Boden bzw. in dem Wald, den wir uns jetzt halt gleich angucken werden, im Grunde pflanzen, was man lustig ist. Da wächst so ziemlich alles, inklusive sogenannte Edellaubhölzer, wie zum Beispiel Walnuss, könnte man tatsächlich hier auch hinpflanzen. Ob das Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Wir können uns ja mal drüber unterhalten, wie denn die Anbauchancen von Edellaubholz aussehen, beziehungsweise an einem Tag, an dem ich mal hier bin und besonders viel Zeit habe, gucken wir uns doch einfach mal an, was das Edellaubholz nebendran so macht, weil, nur kurz zur Info, da hinten, zeige ich da an die richtige Stelle, ja, so plus minus irgendwo da jedenfalls, ein paar Meter weiter. Also ich könnte hinlaufen, aber das Matsch, ich mag keinen Matsch. Steht eben ein Juglans Intermedia Bestand, also die berühmte Spezialform von der Nuss, nämlich also Juglans X Intermedia, man muss das X dazu sagen, das ist ein Hybrid, ein gezüchteter Hybrid aus Schwarz- und Walnuss und ja, so ein bisschen das forstliche Ei des Kolumbus, wie man mir damals im Arboretum zu dem Ding gesagt hat, ist also wirklich ein sensationeller Baum, der eigentlich alle Anforderungen, die man an Holz nur irgendwie stellen kann, quasi erfüllt. Und das alles gleichzeitig, mehr oder weniger. Ja, also wirklich, das forstliche Ei des Kolumbus trifft es ganz gut. Nachteil, man braucht halt schon einen fruchtbaren Boden, den wir hier haben, um das Ding pflanzen zu können. Liebe Brandenburger, bei euch sieht es eher mau aus. Ja, da gibt es natürlich auch Flecken, wo das dann möglicherweise funktionieren würde. Aber als Gesamtbundesland eher schwierig. Das gleiche für die lieben Niedersachsen.
auch, ja, muss da man schon suchen, bis man in Niedersachsen eine Fläche findet, wo das wachsen könnte. Aber hier haben wir dank den Eiszeiten eben ein kleines Löschpaket und, ja, und dank des Rheintals und damit, wie gesagt, alle Anbaumöglichkeiten, die quasi existieren. Klar kann man hier auch eine Kiefer hinstellen, selbstverständlich, die wächst auch, überhaupt kein Problem, macht nur keinen Sinn, rein ökonomisch betrachtet. Und da man sich hier ja eben versucht, mit Laubwald ein mindestens mal schwarze Zahlen Näschen zu verdienen, ja, ist das eher unpassend, wenn man jetzt hier zum Beispiel noch eine Kiefer reinstellen würde. Aber ja, es gibt fast keinen Baum, wüsste nicht was, was man hier nicht potenziell wachsen lassen könnte. Ne? So, und damit gehen wir jetzt mal ein bisschen in den Bestand. Ich habe heute auf Deppenzepter verzichtet, das heißt, ich halte euch frei Hand. Das heißt, ich muss immer mal wieder den Arm wechseln, weil ich schwach bin und den Arm die ganze Zeit ausgestreckt haben. Ja, über den Winter bin ich immer schwach. Ich werde dann etwas weniger schwach, bleibe natürlich schwach im Vergleich zu Leuten, die beruflich was mit Kraft zu tun haben oder hobbymäßig was mit Kraft zu tun haben. Aber über den Winter immer besonders schlimm. Außerdem ist mein Fuß kaputt, es geht jetzt langsam wieder. Und dadurch war ich viel weniger draußen, als ich die letzten Tage raus wollte. Beziehungsweise wenn ich draußen war, da hinten steht ein Fahrrad, das ist meins. Dann bin ich Fahrrad gefahren, weil mit dem kaputten Fuß Fahrradfahren geht. Laufen war schwierig. So, ich habe übrigens keine Ahnung, was ich angestellt habe, also fragt gar nicht erst. Ich weiß es nicht, hat von einem Tag auf den anderen war kaputt gefühlt. So, aber erstmal zu unserem Bächlein. Ja? Vielleicht könnt ihr sehen, wir haben hier, ich hoffe ihr seht es, eine kleine Schaumbildung im Bächlein. Jetzt habe ich ja gesagt, der hatte immer Trinkwasserqualität. Aber der hat ja Schaum, böse, böse. Naja, wenn es die ganze Zeit regnet oder zumindest in einer Phase, wie wir uns befinden, in der es sehr viel geregnet hat vor kurzem. Und das ist ja so, überall, fast überall in Deutschland, dass man mit Niederschlägen, also zumindest keinen Mangel an Niederschlägen zu beklagen hatten, eher zu viel. Ja, das ändert jetzt nichts dran, dass möglicherweise das Grundwasser, um mal da noch kurz drauf zu verweisen, an manchen Stellen nicht unbedingt schon wieder voll ist. Aber zumindest oberflächlich hat es jede Menge Wasser im Boden und dementsprechend hat es auch jede Menge Saponine, also seifenartige Stoffe aus den Blättern verschiedener Baumarten in die Bächlein gespült und da immer noch Wasser nachläuft aus der Laubschicht quasi in das Bächlein, sammeln sich in dem Bächlein halt auch eben die besagten Saponine an in einer sehr geringen Konzentration, aber die Dinger schwimmen häufig oben, muss nicht, es kommt ein bisschen drauf an, aber häufig schwimmen sie oben und wenn sie dann an zum Beispiel ein paar Ästen im Bach gestaut werden, dann sammeln sie sich da halt und dann steigert sich die Konzentration kleinräumig auf eine Menge, die ausreicht, dass sich ein kleines bisschen Schaum bildet. Das hat also, wenn man sonst keine Anzeichen dafür findet, dass das kein Trinkwasser wäre, keine weitere Bewandtnis auf die Wasserqualität. Ich würde mal vermuten, dass wir dann im Frühling, also wenn hier auch wieder Vegetation hochkommt im nennenswerten Ausmaß, dass wir dann auch vielleicht keine Schäumchen mehr vorfinden, je nachdem wie das Wetter da dann jeweils gewesen ist. Ne? Ich kenne die Quelle von dem Bach, ich kenne hier ohnehin alles in diesem Wald, das ist mein Kindheitswald, ne? Also ich habe hier jeden Baum, bin ich dreimal drum rumgelaufen, beim Fangenspielen, beim Versteckenspielen, beim sonst was anstellen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, die Quelle ist eine wunderbare Quelle, die direkt aus dem, ja, aus dem Berg quasi kommt. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, das Wasser ist weiter oben trinkbar, von weiter oben bis hier dürfte mit Sicherheit nichts passiert sein, dass daran was geändert hat und das rankt jetzt aber auch zu diesem Thema. So, um mal hier in den Bestand zu gucken, jetzt im Winter, das ist ja auch wichtig, wir wollen ja auf die Jahreszeiten eingehen, haben wir natürlich viel Licht, können überall nach oben gucken und sehen überall den Himmel, was halt eben am sehr geringen Nadelholzanteil in diesem Bestand liegt. Es ist nicht so, dass es kein Nadelholz gibt. Das gibt es schon, nur muss man dafür halt ein bisschen genauer hingehen, hinschauen, beziehungsweise mal ein Stockwerk in die Tiefe. Und dann sehen wir hier meinen Freund Mr. Tänching. Hallo Mr. Tänching. Mr. Tänching sagt Hallo. Ja, das ist einfach unvermeidbar, wenn man Tannen nebendran hat, da hinten.
dann werden die ihre Samen logischerweise auch hier in diesen Bestand schmeißen. Und dass Tannen, insbesondere Tannen, Weißtanne, Abies alba, ne, nicht Fichte, Tanne, dass die aufgehen kann unter Laubholz, liegt unter anderem eben daran, dass er halt nun mal immer grün ist. Und deswegen hat eine Tanne immer sehr gute Chancen, zumindest einen Unterbau unter Laubholz zu bilden. Einfach weil, sobald die Temperaturen es zulassen, so wie heute, kann eine Tanne auch im Winter, wie eine Fichte übrigens auch, wie jeder immer grüne Baum, ne, ein klein wenig Photosynthese machen, nicht viel, aber es geht. Und das sorgt dafür, dass sie, egal wie dicht das Kronendach hier oben noch wird, und das wird noch sehr dicht, das werden wir dann noch sehen, ne, in weiteren Folgen. Aber egal wie dicht es wird, die Tanne kann immer zumindest das Frühjahr nutzen und die milden Wintertage nutzen, um ein klein wenig zu wachsen. Hat dann für ihre Verhältnisse auch absolutes Lichtüberangebot, ne, nämlich nahezu 100% von dem, was halt im Winter möglich ist. Nahezu, weil auch Stämme werfen Schatten. Zwar nicht viel, aber doch ein kleines bisschen. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass sie ja, quasi ihr Hauptwachstum 90%, würde ich fast behaupten wollen, des Wachstums auf eben die frühen Monate des Jahres sozusagen verlegt. Vorstellbar wäre natürlich auch, dass sie dann im beginnenden Winter, wenn die Buchen hier größtenteils, die Ahörner, die hier rumstehen, ihr Laub, die Eichen, ihr Laub schon abgeworfen haben. Eichen sind es gar nicht so viele, muss man ein bisschen suchen, dass wir da welche finden. Aber in meines Wissens gab es ein paar. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gewesen bin, tatsächlich auch Jahre. Aber das Schöne an Wäldern ist, man kann ein paar Jahre weg gewesen sein. Die Chance, dass die einigermaßen so aussehen wie vorher, ist relativ gut. Ja, also in Jahrzehnten passiert was im Wald, ja, wenn man den im Jahrzehntenabschnitt betrachtet, dann definitiv. In einzelnen Jahren, also unter 5, wird man kaum einen Unterschied merken, wenn man da nicht sehr, 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 sehr gut drauf achtet. So, jetzt ist es ja so, dass wir, da wir ja im Winter sind, nur sehr wenig Grün am Boden haben. Die paar Tenschen, die hier rumstehen, sind das eine Grün. Das andere Grün ist unser einziger immer grüner Laubbaum, den wir in Deutschland haben, nämlich Ilex aquifolium. Ja, davon habe ich ja schon häufiger mal gesprochen bei diversen Waldbegehungen. Auch hier gibt es ihn. Warum gibt es ihn hier? Naja, man muss zu unserem Dörflein, was hier neben dem Wald liegt, wissen, dass es da bis in die Nachkriegszeit hinein, also bestimmt in die 60er Jahre, könnte ich mir vorstellen, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, das ist weitgehend überliefert, gab es Ottilia. Ach, Ottilia war die Schweinehirtin vom Dorf, eine ehrenwerte Aufgabe. Sie hat ein Denkmal, sie steht in Bronze auf dem Dorfplatz inzwischen, was wir alle toll finden. Aber jedenfalls, was hat es mit Ottilia auf sich? Sie war also, wie gesagt, eben die Schweinehirtin, die lief morgens durchs Dorf, hatte irgend so einen Stock, mit dem sie dann an diversen Stellen, an einem Baum, an einem Gartenzaun, an einem Scheunentor oder was auch immer geklopft hat. Und die Schweine wussten, wenn die Ottilia kommt, vielleicht hat sie es auch gerufen, das weiß ich nicht, ich bin zu jung. Ja, meine Mutter hat da noch Geschichten zu erzählen, die kannte Ottilia noch. Und dann kamen die Schweine selbstständig, Schweine sind ja intelligent, aus ihren Ställen raus. Die hat man halt morgens aufgemacht, damit die Schweine dann abhauen können mit der Ottilia. Dann hat sie eben, also während sie durch das Dorf gelaufen ist, auf dem Wege quasi alle Schweine eingesammelt, Schweine mitgenommen und mit Schweinen in den Wald. Jetzt kann mir auch meine Mutter nicht mehr hundertprozentig sagen, wo der Wald damals angefangen hat, aber plus minus da, wo er heute auch angefangen hat. Und wir sind hier in einem der ersten Teilbereiche des Waldes. Dass sie hier also mit den Schweinen zumindest durchgekommen ist, ist sehr, sehr wahrscheinlich, zumal auch eben der Weg, der hier verläuft, ein alter ist. Den gab es zu Zeiten Ottilias definitiv auch schon. So, und das bedeutet, hier wurde also eine gewisse Form von Waldweide, ist das falsche Wort, wenn es Schweine sind, ja, die weiden ja nicht direkt ab, aber doch eine Waldnutzung mit Vieh, noch bis in die 60er Jahre eben betrieben. Und wir wissen aus anderen Quellen, dass bevor Ottilia, nur noch Ottilia mit den Schweinen in den Wald gegangen ist, sehr wohl eben auch Rinder und Schafe und Ziegen und so weiter und so fort selbstverständlich auch hier schon in den Wald gelassen worden sind. So, und das führt dann irgendwann über die Jahrhunderte, das ging wirklich ziemlich lange, dieses Prozedere, dazu, dass der Unterwuchs eines Waldes, den er möglicherweise gehabt haben könnte,
so es dann einen gab. Das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Wären wir jetzt höher, wären die Tenschen, die hier immer mal wieder stehen, ne? Hier ist wieder ein Tenschen, wären die PNV, also potenziell natürliche Vegetation, beziehungsweise tatsächlich natürliche Vegetation, und würden hier hingehören. Wir sind aber zu niedrig. Wir sind hier in einer Klimazone, die so warm ist, dass es sich nicht lohnt, Nadelbaum zu sein, vorsichtig ausgedrückt. Bedeutet, unter den Bedingungen, unter denen hier gewachsen wird, setzt sich natürlicherweise ein Laubbaum durch. Wahlweise die Buche oder die Eiche, wahrscheinlich die Buche mit ein bisschen Eiche und ein paar Mischbaumarten. Ne? Also möglicherweise hier und da mal noch eine Linde, natürlicherweise. Und da wir am Bach sind, wäre auch eine Pappel vorstellbar. Ja, und an der Stelle mischt sich mal der Ben aus dem Schnitt ein. Um das Ganze ein bisschen kompakt zu halten, habe ich beschlossen, ich kürze das ein kleines bisschen zusammen, was ich da jetzt gerade erzähle. Also, im Wesentlichen führt die Waldweide dazu, dass halt eben alles verbissen wird, was mal abgesehen von den wirtschaftlich nutzbaren Pflanzen eben speziell geschützt wird, da so rumsteht. Ne? Das heißt, wir kriegen einen relativ artenarmen Wald, und das, was übrig bleibt und letzten Endes nicht verbissen wird, ist nur das, was halt eben nicht verbissen werden kann, weil es speziell vor Verbiss geschützt ist. Und das kann man einmal technisch herbeiführen, indem man eben bestimmte Arten, zum Beispiel einen Zaun drum macht, irgendwie sie ansprüht mit irgendwas, was nicht schmeckt oder sonst wie. Oder es sind natürlich einfach Pflanzen, die tatsächlich niemandem schmecken, und dazu gehört der Ilex. Ja? Und das ist schlicht und ergreifend die Kurzfassung, warum hier so viel Ilex rumsteht. Der hat halt einfach überlebt. Begleitkrautvegetation in Anführungszeichen, oder zumindest in der Krautschicht sich befindliche Vegetation, so ein Ilex kann auch 15 Meter hoch werden, die ist auf dem Wege einfach quasi wohl möglich zurückgedrängt worden. So genau weiß man das allerdings nicht. Es spielt sicher mit eine Rolle. Ob das der alleinige Faktor ist, das darf man bezweifeln. Das ist einfach so eine Auffälligkeit, dass wir in dem Bereich unseres Waldes, in dem garantiert die Waldweide stattgefunden hat, da sehen wir nochmal ein Ilex, relativ viel von dem Zeug haben. Und es gibt auch durchaus große Ilexe, die daraus hervorgegangen sind oder zumindest davon begünstigt worden sind. So, das langt aber auch zu dem Thema. Wie gesagt, ich wollte das ja hier ein kleines bisschen abkürzen. So, also so viel dazu. Ja, da wir ja Winter haben, kann ich mal abgesehen von dem allgemeinen Teil, den ich jetzt halt logischerweise jetzt zum ersten Mal erzähle, und deswegen dauert das natürlich ein bisschen, kann ich hier vergleichsweise kurz durchlatschen, ne? Weil wie ihr seht, seht ihr nicht viel, außer Bäume, die gerade nichts tun, ne? Weil es ist halt Winter. Eine der wenigen Pflanzen, die wir am Boden finden können, beziehungsweise zwei davon haben wir hier gleich, ist zum einen dieses Zeug hier, ne? Das ist eine Heimsinse. Ich bin nicht in der Lage, die im vegetativen Zustand auseinanderzuhalten. Es ist entweder die Waldheimsimse oder die weiße Heinsimse, ne? Wie Heimblöd. Nee, Hain wie Wald natürlich. Das ist so eine der häufigsten Simsen, entweder die eine oder die andere, die wir im Walde so finden können, und ist eine sogenannte Zeigerpflanze, sogar eine sogenannte Charakterart der Buchenwaldgruppe. Ja, man muss dazu sagen, Buchenwaldgruppe erstmal, haben wir wirklich die weiße Heimsinse, und wie gesagt, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, wenn sie nicht blühen, dann ist hier der Beweis dafür, dass wir es hier mit dem bodensauren Buchenwald zu tun haben, einer der häufigsten Buchenwaldtypen überhaupt, und sobald man eine weiße Heimsinse findet und sie identifizieren kann, kann man also mit Sicherheit sagen, dass man sich in diesem Waldökosystem, bodensaurer Buchenwald, Lutzulofagetum auf Schlau, befindet, und das heißt, der geneigte Vegetationskundler weiß dann quasi alles, was hier theoretisch vorkommen sollte. Leider weiß er nur, was hier theoretisch vorkommen sollte, weil selbstverständlich kann der Mensch einfach das absägen, was hier theoretisch vorkommen sollte, und pflanzt irgendwas anderes hier hin. Ja, das geht natürlich auch. Aber würde man angenommen, das sei die weiße Heimsinse, ist sie nicht, wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, dann
Man darf das auch nicht zu genau nehmen, ehrlich gesagt. Auch da wieder Ausnahmen von der Ausnahme und so weiter. Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Aber wahrscheinlich ist sie es wirklich nicht, weil dadurch, dass wir hier Lössboden haben und der ist halt nun mal nicht besonders sauer, ist die Chance, dass wir hier einen bodensauren Buchenwald, der tatsächlich daraus geprägt ist, dass der Boden vergleichsweise sauer ist, ist sehr gering. Ja? Man könnte das untersuchen. Irgendwann mache ich das auch mal, wenn ich mal gar nichts zu tun habe, spätestens wenn ich alt und grau ist witzig, ne? alt und schlohweiß bin, dann, was auch bald der Fall sein dürfte, dann werde ich hier bestimmt mal eine pflanzensoziologische Aufnahme machen. Ja, und da hat er sich die Kamera aufgehängt, aber ist ja nicht schlimm. Eine pflanzensoziologische Aufnahme bedeutet... Eine pflanzensoziologische Aufnahme würde dann bedeuten, dass man sich hier alles anguckt, was hier so wächst und das ein bisschen kartiert sozusagen und dann aus dem Vorhandensein der Florengemeinschaft, also der Pflanzen-WG, wenn man so will, also Wohngemeinschaft, ne, kann man dann Rückschlüsse ziehen auf das Ökosystem und umgekehrt, wenn man nämlich weiß, in welchem Ökosystem welche Pflanzengemeinschaft vorkommt, dann kann man eben auch sagen, dass wenn man die Pflanzengemeinschaft hat, im Umkehrschluss das entsprechende Ökosystem dann auch da sein muss. Ja, und wie gesagt, und umgekehrt, du hast das Ökosystem und weißt das, dann weißt du auch, welche Pflanzen da vorkommen sollten. Wenn sie es nicht tun, kann das dann infolgedessen nur daran liegen, dass irgendeine höhere Macht wie Homo sapiens, wenn man uns dann als solche betrachten möchte, daran eben was geändert hat. So, also, das zum zu der Hainsinse. Meine Fresse, ich hasse dieses Wort. Luzula luzuloides oder Luzula silvatica. Erheblich besser auszusprechen. Also Silvatica ist die Waldhainsimse und luzuloides die weiße Hainsimse. So, aber worum es noch gehen soll, ist hier das da. Kommen wir mal runter. Hier seht ihr im Vordergrund ein Moos. Ja, und zwar ist das ein Frauenhaarmoos. Und was verrät uns ein Frauenhaarmoos jetzt über diesen Wald? Gar nichts, das kommt nämlich überall vor. Ja, das ist eins der wirklich omnipräsentesten Moose, die wir so finden können. Aber das Schöne bei den Frauenhaarmoosen, Polytrichum commune müsste das hier sein, glaube ich, könnte auch Famosum sein. Auch da wieder schwierig auseinanderzuhalten. Seht's mir nach, ich bin kein Botaniker, ich bin ja leider nur Forstwissenschaftler. Andererseits bin ich da auch ganz glücklich drüber. Nur Botaniker sein wäre auch langweilig. Da hätte man nicht so ein breites Spektrum, wie ich jetzt habe, an Dingen, die ich lernen durfte. Egal. Jedenfalls gehört das zu den wirklich omnipräsentesten Moosen. Es bedeutet einfach nur, dass die Auflage hier, die ist relativ sauer. Bedeutet, das Laub, wenn das verrottet, dann bildet sich erstmal ein saurer Matsch, wenn man so will. Und in diesem sauren Matsch, in diesem sauren Auflagehumus, auch wenn der Boden drunter gar nicht mal so besonders sauer ist, da herrscht immer ein saures Milieu. Und eine Pflanze, die nur kurze, noch nicht mal Wurzeln, Moose haben keine Wurzeln, sie haben Wurzeloide, wenn dann, also Würzelchen, ein Material, das ein bisschen die Anpassung einer Wurzel hat, aber halt noch nicht so richtig. Wo sind primitive, also im positiven Sinne, primitive Pflanzen, meine ich jetzt nicht böse, ich will auch kein Moos mobben, aber eine Unterteilung in Blatt, Sprossachse und Wurzel findet dann eben noch gar nicht statt. Deswegen schwierig. Ja? Und jedenfalls das, was bei ihnen die Funktion einer Wurzel sozusagen darstellt, das hängt halt nur in der Laubschicht rum und geht nicht weit nach unten. Und deswegen, weil die Laubschicht immer sauer ist, fast immer sauer, haben wir auf jedem x-beliebigen Waldboden immer die Chance, ein Moos zu finden, das anzeigt, dass der Waldboden hier sauer ist, weil ja nur soweit die Wurzeln des Mooses halt Wurzeln, ne, des Mooses reichen, ist es immer sauer. Ja? Also daher, Frauenhaarmoos ist so eins der aussagelosesten Moose, die man so finden kann, wenn man sich einen Wald anguckt. Wir werden es die anderen Jahreszeiten mit Sicherheit auch sehen. Das Schöne ist halt einfach, dass uns das Frauenhaarmoos eben auch im Winter begegnen kann und für ein klein wenig Grün sorgt. So, generell, ihr seht hier an der Struktur, die Bäume stehen jetzt nicht besonders nah beieinander. Ich kann hier weitestgehend bequem
durchspazifizieren. Das Einzige, was dann hin und wieder mal ein Hindernis darstellt, ist die Tatsache, dass es hier hochgeht. Manchmal gibt es hier auch solche kleinen Löcher. Tatsächlich weiß ich nicht, wie diese kleinen Löcher zustande kamen. Ganz schwer zu sagen. Wir hatten hier auch die Wehrmacht, die sich in der Nähe einen kleinen Artilleriebunker eingerichtet hat. Also einen Bunker, in dem man Artillerie hätte stellen können oder neben den man hätte stellen können. Leider sind die alle restlos entfernt worden. Ich verstehe es irgendwo aus dem Affekt der Nachkriegszeit, dass man diese Bunkerruinen vielleicht nicht mehr unbedingt haben wollte. Gesprengt wurden sie als allererstes von den Franzosen, ja, und dann aber auch eben die Reste entfernt. Und ja, wie gesagt, irgendwo nachvollziehbar, aber heute wäre es ja durchaus was Historisches, was vielleicht ganz interessant wäre, um daraus möglicherweise noch was lernen zu können. Ja, und ja, das erstmal so generell eben zu diesen kleinen Löchlein im Walde. Ich werde abgelenkt, wenn Autos vorbeifahren. Ja, da kann ich mich nicht immer nicht konzentrieren. Dann denke ich immer, was will der da? Warum fährt der im Wald rum? Das war nicht das Auto vom Förster. Und ja, in dem Fall, wenn es nicht der Förster ist und das auch nicht so aussah, als das Auto vom Jäger. Naja, lassen wir das. Jedenfalls, ich muss kurz denken. Ja, kurze Denkunterbrechung. Also so kleine Löchlein wie das da hinten gerade eben. Ich bin gerade 5 Schritte weitergelaufen, also da hinten irgendwo ist es. Das weiß man nie so genau, wie die zustande kommen. Teilweise kann es einfach schlicht und ergreifend die Jugendgruppe vor mir gewesen sein, die der Meinung war, ey, lass uns da ein Loch graben. Möglich. Es könnte sein, dass irgendwie ein Baum ungünstig umgefallen ist und mit so viel Wurzel, die dabei mit aus dem Boden gerissen wurde, ein Loch gerissen hat. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, da wir hier 1999 den lieben Lothar hatten, also Orkan Lothar, der sehr viele Bäume umgeschmissen hat. Auch in diesem kleinen Wäldchen ist das eine oder andere mit umgefallen, aber insgesamt nicht allzu viel, drum steht er ja auch noch. Die Bäume waren zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt natürlich auch schon wieder 23, 24 Jahre her, ja, so irgendwas um den Dreh. Und ja, da ist schon ein bisschen was nachgewachsen und die sind auch in der Zeit schon ein Ticken dicker geworden. Aber es waren gar nicht so viele dicke Bäume tatsächlich vorher auch vorhanden. Junge Bäume werden weniger schnell umgeschmissen, die sind einfach noch ein bisschen elastischer, sage ich jetzt mal. Und das war dann in dem Fall tatsächlich ein Vorteil für die Sturmstabilität. Außerdem waren hier kaum, nicht keine, aber kaum Nadelgehölze drin. Da hinten seht ihr ein paar. Ja, da gucken wir nachher auch noch mal kurz vorbei. Und das hat dazu geführt, dass wir eben nur sehr geringe Sturmschäden haben. Also meistens, da ist das Loch, ah, da habe ich es wieder gefunden. Meistens ist es einfach nur das, dass die Wurzel beim Umfallen des Baumes eben da ein bisschen Material aus dem Boden gerissen hat und man das heute noch sehen kann. Große Löcher haben wir hier auch, sind Bombenkrater. Ja genau, Mercedes-Benz-Werk, das letzte, erst älteste, behaupten die zumindest, das älteste noch produzierende Automobilwerk der Welt. Behaupten sie, dass noch weiterhin Automobile produziert, was nicht stimmt, die bauen Automobilteile. Aber wie gesagt, sie behaupten es. Egal, kann ich eh nichts zu sagen, kenne mich da nicht aus. Jedenfalls, das Benz-Werk hat dazu geführt, dass Gaggenau im Krieg komplett weggebombt wurde. Und beim Wegbomben von Gaggenau hat man eben in die Wälder der Umgebung auch ein paar Bomben geschmissen, weil sie noch übrig waren, weil man auf dem Rückflug die Bombe nicht unterm Flügel haben wollte, wenn man landet. Solche Gründe. Und auch dieser Wald hier hat eben ein paar Bombenkrater aufzuweisen. Ne? Aber dafür ist dieses Loch da hinten natürlich viel zu winzig. Da ist es jetzt wieder. Bombenkrater haben so im Regelfall 4 Meter, plus minus 4 Meter Durchmesser. Bisschen mehr, bisschen weniger, je nachdem, und sind etwa 2 Meter tief. Ungefähr. Natürlich kommt da noch Erosion dazu, dass die sich aufgefüllt haben seit dem Krieg und sind dann natürlich nicht mehr ganz so groß, wie sie ursprünglich mal gewesen sind. Hängt auch ein bisschen vom Boden ab und je nachdem, wie die Bombe trifft und so weiter und so fort. Auch was für eine Bombe es gewesen ist, aber ich bin da kein Experte. Gut, das wollte ich einfach nur noch mal kurz angesprochen haben. Baumartenvielfalt. Ja, wir haben, mal abgesehen davon, dass das meiste, was hier steht, schlicht und ergreifend Buche ist, auch dieses Ding. Und dieses Ding ist einer der neben Birke am einfachsten am Stamm zu erkennenden Bäume, denn wer das noch nicht wusste, sie weist hier diese wunderbaren Horizontalrillen auf, unschwer zu verkennen, und damit ist es eine Kirsche. Ja? Die meisten von euch wussten das sicherlich auch schon und da erzähle ich euch jetzt wenig Neues. Ja,
Muss ich nur kurz gucken, ob mein Fahrrad möglicherweise im Weg steht. Wo kommt jetzt dieses laute Gerät her? Nö, Fahrrad stand nicht im Weg. Also, bin ein paar Schrittchen weiter gegangen. Da hinten wieder unsere Kirche. Moment, da. Und interessant ist auch, gerade wenn man sonst nichts hat, was man angucken kann, so ein Stück weit immer der Zustand von Stümpfen, auch Stock genannt in der Fachsprache, wie sehr die schon zersetzt sind. Da könnt ihr gerade mal einen Blick werfen. Ja, und ihr seht, durchaus schon ziemlich zersetzt. Wenn man da kräftig dagegen tritt, dann tut man sich zwar immer noch weh, vermutlich, aber macht auch sehr viel vom Holz, Restholz, was da noch vorhanden ist, kaputt. Zersetzungsprozess durch Pilze, also schon ziemlich weit fortgeschritten. Wenn das der Fall ist, darf man davon ausgehen, dass die Zeit, als der umgesägt wurde, schon eine ganze Weile zurückliegt. Hängt ein bisschen vom Holz ab, bis es schon so sehr zersetzt ist. Jetzt ist der Stock grundsätzlich immer das, wo der Baum auch mit rechnet, dass da möglicherweise Pilze reingelangen. Daher wird das Holz im Stock häufig sehr langsam im Vergleich zu zum Beispiel oben liegendem Stammholz abgebaut. Und schwer zu sagen, kommt auf die Baumart an, aber grob kannst du sagen, vor 20 Jahren ist so ein Stock eigentlich nicht verschwunden. Ja, und da ich das jetzt nicht so genau wusste vor Ort, habe ich mir erlaubt, mal kurz nachzulesen. Und zwar gibt es hier diese wunderbare Arbeit von meinem Kollegen Gerhard Niese vom Bundesforschungsanstalt für Wald in Österreich, wohlgemerkt genauer in Wien. Und die geben eben auch Praxisinformationen heraus. Das sind solche Blätter wie das, was wir hier jetzt sehen, also das Bundesforschungszentrum für Wald in Wien und ja eben für allgemein für Waldbesitzer und so weiter. Übrigens, die Waldbesitzer sind in Österreich eine große Gruppe und sind sehr wichtig und sehr viele und lesen so ein Zeug im Übrigen auch. Also ich würde mir fast wünschen, dass die Aufmerksamkeit für Wald von Seiten derjenigen, die sich mit dem Wald auseinandersetzen sollten, weil er ihnen gehört, bei uns so hoch wäre wie in Österreich. Ne? Also das ist manchmal schon auch, unsere Privatwaldbesitzer kennen sich auch aus zum Teil. Aber gut, auch in Österreich sind natürlich nicht alle kompetent, nur weil sie so ein Zeug hier auch lesen. Sie müssen auch noch dran glauben, in Anführungszeichen. Ja, egal, führt zu weit. Jedenfalls, wie lange hält denn jetzt so ein Stock? Das kann man anhand dieser Studie leider nicht ganz sagen. Ich verlinke sie euch unten, wenn ihr sie euch komplett durchlesen wollt. Aber man kann grob zusammenfassen, dass der Zersetzungsgrad eben mit dem Alter zunimmt. Ihr seht hier jetzt mal, gucken wir uns nur die obere Grafik an, die anderen sind für unterschiedliche Baumarten, nämlich das ganz linke jeweils, also das sind dreimal diese vierfarbigen Balken. Ne? Und ganz links haben wir die 11-jährigen Stöcke, in der Mitte die 17-jährigen Stöcke, ganz rechts die 22-jährigen Stöcke. Und je höher der Anteil des orangenen Balkens ist, desto mehr sind die vermodert, beziehungsweise je kleiner der Anteil des dunkelgrünen Balkens ist, desto weniger Stöcke finden wir noch vor, die noch richtig schön hart sind, wenn man dagegen kickt. Ja, tatsächlich ist die wissenschaftliche Untersuchungsmethode hier, kick mal dagegen, dann stellst du fest, wie hart der Stock noch ist. Wenn er also wirklich so hart ist, dass man sich wehtut, wenn man dagegen kickt, dann ist es dunkelgrün. Dann gibt es Außen-Innen-Fäulnis, das heißt, der zerlegt sich normal sozusagen. Das heißt, der Baum war gesund, als er gefällt wurde und unterläuft jetzt eine gewisse Fäulnis. Das ist bei den allermeisten der Fall, solange sie noch 11 Jahre alt sind, dann gar nicht mehr so häufig vorkommt, wenn sie dann 17 Jahre alt sind, und bei 22-Jährigen haben wir noch knappe 30% der Stöcke, die übrigens überhaupt noch da sind, ne? Die noch in einem halbwegs sichtbaren Stadium sind. Und der hellgrüne Balken, das sind die von innen nach außen verrottenden. Da hat also die Fäulnis bereits von innen nach außen losgelegt. Und das heißt, der Baum war wahrscheinlich schon angefault, bevor er überhaupt gefällt worden ist. Das ist insbesondere bei Fichte relativ häufig der Fall. So, und letzten Endes können wir dann noch festhalten,
dass bei den 11-jährigen Stöcken 41% der ursprünglich 4000 untersuchten Stöcke schon gar nicht mehr da waren. Das heißt, die sind keine dieser Stadien, die hier angezeichnet sind, weil sie schon weg sind. Die sind also schon komplett wegverrottet. Nach 17 Jahren sind 60% der Stöcke schon wegverrottet und nach 22 Jahren sind wir nur noch mit 73, sind 73% der Stöcke gar nicht mehr da. Und die, die noch da sind, die sehen dann halt so aus wie hier in der Tabelle. Das heißt, es ist wirklich saumäßig schwierig und es hängt auch vom Klima ab und so weiter und so fort, einem Stock exakt anzusehen, wie alt er jetzt nun ist. Aber man kann grob sagen, wenn er jünger als 10 ist, sieht er noch recht gut aus. Ha? Und dann bis 20 beginnt er ziemlich schrecklich auszusehen oder ist halt schon gar nicht mehr da. Einen über 20-jährigen Stock, den muss man erstmal finden, also deutlich über 20. Ne? 22 Jahre gab es hier ja auch noch und dann sind sie meistens wirklich nur so ein Haufen Moder, wie zum Beispiel der, auf den der Ben da gerade zeigt. So, und damit zurück zum Ben vor Ort. Der da, ja, da ist ja nur noch der Ring sozusagen sichtbar. Da ist schon sehr viel abgebaut, auch wenn der mal sehr groß gewesen ist. Also auch ein alter, stabiler Baum mit altem, dichtem Holz, was auch wieder länger braucht, um pilzlich abgebaut zu werden, weist darauf hin, dass die letzte Holzerntemaßnahme hier also mindestens 20 Jahre zurückliegt. Und ich erinnere mich auch nicht, wann die gewesen sein soll. Bedeutet, es hat mich damals noch nicht interessiert. Also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger her als nur in Anführungszeichen 20 Jahre. Ja. Findet man noch vollständig unversetzte Stöcke? Die gibt es hier auch. Dann gab es logischerweise auch kleine Holzerntemaßnahmen zwischendurch, wo aber nur ganz wenige Stämme entnommen worden sind, was man einfach an der geringen Zahl der wenig zersetzten Stöcke dann ablesen kann. Zum Beispiel der hier, ne? Der könnte vom Zersetzungsgrad 2 Jahre oder so her sein, vielleicht auch 3, aber wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ist aber nur ein seltener Ausnahmefall, dass da mal so frische Stöcke überhaupt zu finden sind. So, jetzt haben wir hier noch etwas, was man auch im Winter besonders gut bewundern kann, nämlich kleine Spuren auf dem Boden. Das hier, das ist natürlich kein Wildwechsel, könnte man im ersten Moment vermuten. Oh, ein kleiner Weg, dann wird hier das Wild unterwegs gewesen sein. Wahrscheinlicher ist, da das im weiteren Verlauf dann so aussieht, ja, also hier wirklich ordentlich eingeschnitten ist in die Landschaft, dann handelt es sich eigentlich fast immer um einen Miniaturbachlauf, der dann auftritt, wenn eben besonders viel Wasser hier runterkommt, hier in den Wald und wir dann eben ein Mini-Bachbett, diese kleine Schlucht da vorne bekommen. Normalerweise fließt hier kein Wasser, nur bei Starkregenereignissen, zum Beispiel starke Gewitterregen im Sommer, tritt das mal auf, dass hier Wasser fließt und dann sich eben diese Miniaturschlucht hier kurzzeitig mal füllt. So, aber auch wenn das nur alle 30 Jahre passiert, ich erinnere mich an 2 Vorkommnisse, also passiert es alle statistisch gesehen 15 Jahre, dann heißt das trotzdem, dass das ausreicht, um hier eine Miniaturschlucht zu bilden. Es gibt einige Fälle in dieser Lösslandschaft, wo wir deutlich tiefere Schluchten haben, wo ich auch noch nie gesehen habe, dass da Wasser fließt, aber die Schlucht ist da und sie ist klar von Wasser verursacht. Ja, das liegt einfach daran, dass Löss oder Lössleben, also unser Ausgangsmaterial, auf dem hier die Bäume stehen, eben sehr stark erodiert, wenn dann Wasser da im Spiel ist, ja, oder größere Wassermassen und sich Schluchten, sehr tiefe Schluchten, Hohlwege, sehr schnell in den Löss eingraben und ja, dann ist er halt weg, ne? Und dann ist die Schlucht da. Und sobald die einmal da ist, vertieft die sich immer weiter und es kann dann ein richtig, richtig tiefer Hohlweg entstehen, haben wir hier im Wald einige. Aber das ist ein Initialstadium in, schwer zu sagen, ne? Je tiefer das darunter geht, desto weniger Gefälle gibt es. Je weiter nach da hinten diese Schlucht sich sozusagen nach da zieht, desto geringer wird das Gefälle, weil da hinten ist ja schon wieder Schluss, ne? Da ist ja schon oben. Das heißt, es ist einfach nicht genügend Gefälle, nicht genügend Relief da, dass das jetzt hier zu einer Riesenschlucht werden könnte.
ziemlich ausgeschlossen. Aber hätten wir das, wäre das jetzt hinter mir zum Beispiel viel, viel, viel steiler, dann kann sich hier wirklich innerhalb von 100 Jahren eine richtig ordentlich tiefe, mindestens bennhohe Schlucht herausbilden. Und ja, vielleicht auch sogar noch schneller, je nachdem, wo die sich initial gebildet hat. So. Ja, ich habe ja schon gesagt, Baumart, primär Buche. Das meiste, was ihr hier seht, fast alles Buche. Das ist auch nicht falsch. Wir sind hier ja auch im buchendominierten Wald. Buche ist hier die natürlich vorkommende Baumart. Dass hier immer mal wieder noch eine Kirsche drin steht, tipptopp. Weil in der Situation, in der wir uns hier befinden, ist die Kirsche eine typische Mischbaumart des Buchenwaldes. Buche im Buchenwald macht je nach Buchenwaldtyp 90-95-99% aus. So irgendwo in diesem Kontinuum bewegen wir uns. Hier wäre es wahrscheinlich ein relativ artenreicher Buchenwald, aufgrund der sehr guten Nährstoffversorgung des Bodens, dass eben da auch eher anspruchsvolle Bäume wie die Kirsche, jein, Kirsche ist super flexibel. Sie kann einmal sehr anspruchsvoll sein, sie kann auch sehr genügsam sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, unter denen die Kirsche vorkommen kann. Aber sie wäre hier wahrscheinlich auch eine natürliche Mischbaumart. Dass sie hier also mit drin steht, und zwar nicht nur eine Kirsche, sondern immer mal wieder welche. Ich habe jetzt nicht jede erwähnt, das gehört definitiv hier dazu und ist eine gute Sache. Ja, was haben wir denn noch so? Ach ja, auch ein Baum, den man im Winter schön erkennen kann, deswegen ist das auch durchaus wichtig, über den noch kurz geredet zu haben. Das Ding hat hier wieder eine ziemlich rissige Borke, anders als die Kirsche, nämlich andersrum. Bei der Kirsche verlaufen die Risse so, hier verlaufen die Risse so. Das ist eine Esskastanie, Castanea sativa, eine Edelkastanie Maroni-Baum, je nachdem, wie ihr das Ding nennen wollt. Ja? Und die gehört hier definitiv auch in fast jeden Wald, zumindest seit ca. 2000 Jahren, seit die Römer sie hierher gepflanzt haben. Und sie hat sich ausgebreitet und ist inzwischen schwer zu sagen, inwieweit, aber fast in jedem Waldtyp, wo sie einigermaßen wachsen kann, ein Stück weit vorhanden. Tatsächlich ist man sich wissenschaftlich auch noch nicht so ganz einig, inwiefern man denn jetzt nun die Kastanie... Also die Edelkastanie, nicht die Rostkastanie, die spielt keine Rolle. Jedenfalls nicht natürlich. Aber inwiefern soll man jetzt die Kastanie hier mit in die natürliche Vegetation reinzählen oder nicht? Weil sie ist nicht mehr wegzukriegen. Auch wenn wir nicht nachhelfen, gibt es inzwischen vor allen Dingen trockene Standorte, auf denen die Kastanie ganz von alleine wachsen würde und man kriegt sie dann nicht mehr weg. Und das bedeutet, sie spielt bei der natürlichen Zusammensetzung unserer Waldökosysteme echt eine große Rolle, auch wenn sie wahrscheinlich ohne die Römer nie über die Alpen gekommen wäre. Ich finde sie wichtig und finde schön, dass sie hier auch ist und immer mal wieder vereinzelt. Mag sein, dass man hier auch mal welche gepflanzt hat. Ja, aber jetzt wächst du von allein und kommt hier von alleine immer mal wieder hier und da mal hoch. Möglicherweise muss man zur Förderung der Kastanie, wenn man einen besonders schönen Stamm hat, den da zum Beispiel, das ist ein sehr wertvoller Stamm, wenn der noch ein bisschen dicker wird, tipptopp, super Qualität, gutes Geld wert. Schön groß geworden, schön gleichmäßig. Kastanie darf nicht in der Jugend zu schnell wachsen, um dann hinterher stark abzufallen im Wachstum. Das schadet der Holzqualität sehr, aber da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, sonst sitzen wir morgen auch hier. Aber die hier ist hervorragend. Ja? Und da kann man dann schon mal überlegen, ob man nicht zugunsten dieser wunderbaren Kastanie hier die eine oder andere kleine Buche, die hier nebendran steht, vielleicht rausnimmt. Also einen Pflegeeingriff, eine Durchforstung durchführt, weil man hier halt mit Abstand der wertvollste Baum die hier ist. Andererseits, wenn wir mal nach oben gucken, hat sie es denn nötig? Es ist ganz wichtig, dass man im Wald auch immer nach oben guckt als Förster. Ein Baum braucht halt genug Platz für die Krone. Das sieht man gerade im Winter auch sehr, sehr gut. Wie viel Platz hat die Krone denn noch? Und tatsächlich ist das ein bisschen eng. Ja? Also wenn man möchte, dass unsere Kastanie hier schneller wächst, sie würde um einige schneller wachsen, dann müsste man einen Bedränger wegnehmen. Ja? Und ein Bedränger wäre zum Beispiel hier dieser Ahorn. Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass es sich um ein Ahorn handelt. Wenn wir jetzt irgendwo noch eine Knospe hätten, wäre das schön. Aber ja, das ist ein Ahorn. Das ist ganz klar ein Ahorn. Übrigens diese abblättelnde Borke hier, ne? Das hat man vielleicht schon mal bei einer Platane gesehen. Ne? Eine Platane ist jetzt zwar kein Ahorn,
Aber die Platane heißt ja nicht umsonst Acerifolium. Platanus acerifolium zum Beispiel, es gibt verschiedene Platanensorten, weil sie halt eben sehr dem Ahorn ähnelt. Übrigens auch von der Borke her eben durchaus ein Stück weit. Und dieses Abbröckeln der einzelnen Rindenschuppen heißt jetzt nicht, dass der Baum hier kaputt ist. Ja, und das macht dem Baum übrigens auch nichts. Die sind lose. Ne? Die haben keine wirkliche Verbindung mehr zum Hauptbaum. Das ist totes Material. Das ist wie Fingernagel, den man abgekaut hat. Sowas in die Richtung. Verlorenes Haar. Sowas. Ne? Also einfach nur totes Borkenschuppenmaterial. Da unten drunter kommt schon die neue Rinde durch. Die hat auch eine interessante Färbung. Und ja, da muss man sich eben wirklich keine Sorgen machen, das macht den Baum nicht kaputt. Wenn du da mit Gewalt die Dinger rausreißt und unten drunter offensichtlich noch weiches Gewebe zum Vorschein kommt, dann hast du den Baum kaputt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Aber das, was ich jetzt da mache, das ist wirklich harmlos. Ja, aber nichtsdestotrotz wäre dieser vermutliche Ahorn hier im Weg zu unserem dicken Kastanchen, das auch wertvoll ist. Und langfristig wird man sich in dieser Situation, ich verstehe auch, dass man es bisher noch nicht getan hat, entscheiden müssen, welchen der beiden Bäume man denn behalten möchte, wenn einer von beiden so dick werden soll, dass man den dann irgendwann mal mit ordentlich Gewinn verkaufen kann. Mal ein Beispiel, wo sich der wertvollste Baum bereits durchgesetzt hat, wäre zum Beispiel hier dieses dicke Ding. Ja, da steht jetzt in der näheren Umgebung, wie wir unschwer erkennen können, nichts, auch nur ansatzweise vergleichbar Dickes. Das ist der Wertbaum. Der ist hier also das Geldwerk und alles andere kann man weitestgehend ignorieren. Und was ist das jetzt wieder? Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit haben wir es hier jetzt wieder mit einer Kastanie zu tun. Auch wieder aufgrund der vertikalen Einschnitt des vertikalen Einschnitts der Borke. Ja. Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht mal zu 100% sicher. Anhand dessen, es ist eben immer schwierig im Winter. Ne? Das ist schon nicht so einfach. Ich habe noch nicht mal Knospen. Man kann einen Baum auch absolut eindeutig an den Knospen identifizieren. Aber so ein hoher Baum hat im Regelfall, wenn man nicht Glück hat und hier unten treibt noch irgendwo ein Ästchen aus, ne, da irgendwo, hat er halt eben seine Knospen irgendwo sehr weit da oben und man sieht es halt einfach nicht. Und dann ist Rindenbestimmung die einzige Möglichkeit und die ist nicht zuverlässig. Ja? Man kann natürlich auch auf den Waldboden gucken und schauen, was für Blätter da so rumliegen. Da liegt zum Beispiel ein Ahornblatt, kein Wunder, hatten wir ja auch gerade. Hier liegen jede Menge Buchenblätter. Hier liegt eine Roteiche. Ja, aber wie gesagt, es ist unzuverlässig. Roteiche wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Dann würde ich fast eher zur Roteiche tatsächlich tendieren. Und ja, aber egal, in jedem Fall ein Blick nach oben. Es ist auf jeden Fall eine Fagazähe, ne? So viel kann man schon mal sagen. Ein Buchengewächs. Alle Eichen sind Buchengewächse. Die Kastanie auch. Ne? Also damit haben wir auch schon die drei Gruppen von Buchengewächsen. Buche. Und andere Buchen gibt es in Deutschland nicht, es gibt nur die eine Buche, Rotbuche, Fagus sylvatica. Eichengewächse, da kommen im Prinzip jede Menge in Frage. In Deutschland haben wir nur drei Einheimische, das ist einmal die Traubeneiche, die Stieleiche und die Pflaumeiche. Heißt sie so? Ja, so heißt sie. Und ja, das war's. Ne? Und die Roteiche hier, das ist eine amerikanische, aber die mit Abstand häufigste fremdländische Eiche, die man bei uns gepflanzt hat, wenn sie das ist. Und das ist jetzt eben das Spannende. Spätestens im Sommer wissen wir, ob sie es ist, weil dann hat sie Blätter und dann fällt die Sache erheblich leichter mit einem Blick in die Krone. Ich muss dann notfalls noch ein Fernglas mitnehmen. Manchmal ist meine Fernsicht, ist, je nachdem wie viel ich auf den Bildschirm gucke. Aber meine Augen werden definitiv schlechter, also die Fernsicht. Wenn ich zu viel auf Bildschirme gucke oder auf Seiten, ist egal, ob das jetzt ein beleuchtetes Display oder ein Buch ist. Und zum Beispiel heute würde ich es nicht erkennen. Definitiv. Ich habe viel zu viel gelesen. Was heißt zu viel gelesen? Man kann nicht zu viel lesen, aber viel gelesen die letzten Tage und drum. Naja, aber worauf ich hinaus möchte, die hat hier keine Konkurrenz. Das ist definitiv der Platzhirsch. Und da muss man auch nichts anderes wegnehmen, weil sie, obwohl das jetzt bedrängt aussieht, sie soll ja auch nicht zu schnell wachsen.
Und vor allen Dingen soll sie, ihr seht da schön am Stamm, die hat keine Äste bis hoch zur Krone. Und das soll bitte so bleiben. Wir wollen eine schön lange astfreie Schaftlänge aus ökonomischen Gründen. Das gibt wunderbare Bretter ohne Astlöcher. Und ein Astloch ist immer eine Sollbruchstelle. Das heißt, ein Brett ohne Astloch ist automatisch ein stabileres Brett. Ja, und das wäre also durchaus wünschenswert, dass der Baum so bleibt, wie er ist. Bauen wir jetzt lassen wir zu viel Licht da dran, ne? Nehmen also jetzt hier so ein paar Nachbarn weg da oben. Ihr seht sie selber, die Bäume, die da mehr oder weniger in die Krone reinragen oder an die Krone ranragen. Dann kommt deutlich mehr Licht in die Krone, aber halt auch hier unten auf den Stamm. Wo ist er denn? Da ist er. Und das bedeutet, der Baum denkt sich, ey, da ist ja Licht, ja, dann mache ich doch nochmal einen zusätzlichen Ast. Nur weil da jetzt keine Äste sind, heißt das ja nicht, solange der Baum noch lebt, dass da nicht noch Äste machen könnte, wenn er dann Sinn drin sieht, da noch Äste auszubilden. Und den würde er sehen, wenn da denn dann Licht wäre. Das heißt, das Kronendach muss hier schön geschlossen bleiben, damit hier möglichst wenig Licht runterkommt. Solche Fragen, wie viel Licht man in den Wald reinlässt, beziehungsweise wie viel Licht in den Kronen bleiben soll, wie viel Licht zwischen den Kronen durchkommen soll, in die Mitte sozusagen, oder was am Boden ankommen soll, das ist die hohe Kunst des Waldbaus, nennt man das, wenn man eben überlegt, wie man denn mittels Lichtsteuerung das Wachstum vom Wald beeinflussen kann. Das könnte auch ein Ahorn sein. Ja, ziemlich sicher, aber... Rindenbestimmung. Es ist wirklich eine nicht gerade sehr exakte Angelegenheit. Natürlich gibt es Kollegen, ja, zumindest seit ich mit der Dendrologischen Gesellschaft Deutschlands hin und wieder auf Exkursion bin, weiß ich, dass mein Baumbestimmungs-Skill-Level, ja, vielleicht weit über dem einer Durchschnittsperson liegt, aber auch noch signifikant unter dem von jemandem, der wirklich absoluter Gehölzexperte ist. Andererseits sind in der Dendrologischen Gesellschaft Deutschlands auch die Gehölzexperten Deutschlands unterwegs. Da gibt es niemand mehr, das ist die Creme de la Creme. Und dass ich nicht so gut bin wie die, damit kann ich leben, wirklich. Das ist völlig in Ordnung, alles andere wäre auch komisch. So. Ja, dicke Buche haben wir hier auch mal, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die Buche wird selten als der Baum, der das Geld wert ist, verwendet, aber wenn halt an der Stelle, wo man gerade einen dicken Baum gerne hätte, halt nun mal nur eine Buche steht und halt keine Kirsche oder eine Kastanie oder meinetwegen eine Roteiche, ne, dann nimmt man halt eine Buche. Und was euch jetzt vielleicht auffällt, im Verhältnis hat unsere dicke Buche hier irgendwie so ein bisschen eine größere Krone, als es zum Beispiel bei den anderen dicken Bäumen der Fall gewesen ist. Und das liegt einfach daran, dass sie halt eine Buche ist. Dass Buche so dominant ist bei uns im Wald, liegt einfach an ihrem Vermögen, eine riesige Krone auszubilden. Selbst wenn nebendran jede Menge andere Bäume stehen, hat sie eine etwas größere Krone als vergleichbar andere dicke Laubbäume. Ja? Und damit wird sich die Buche letzten Endes eigentlich fast immer durchsetzen gegen ihre Konkurrenz, wenn man sie dann lässt. Man muss dann halt per Säge das verhindern, dass wir nicht nur Buche bekommen, sondern eben auch ein bisschen was anderes. Warum rede ich jetzt gerade momentan nur über Bäume? So, weil der Boden halt nichts hergibt. Ne? Ilex steht da hin und wieder mal. Da hinten ist nochmal, also wann immer ihr ein bisschen Grün zwischendrin erkennen könnt. Und es sieht nicht wie eine Tanne aus. Dann ist es ein Ilex, ja, schlicht und ergreifend. Da gibt es auch nichts anderes. Ilex ist unsere einzige immergrüne Laubbaumart. Ja. Thema Licht. Lichtsteuerung. Licht in den Wald lassen. Man sieht es auf der Kamera hoffentlich, wo ich hier jetzt durchstapfe, was man übrigens in Baden-Württemberg nicht darf. hab nichts gesagt. Bald ist das anders, wir kriegen bald ein neues Bundeswaldgesetz. Aber hier haben wir ein dichtes Gestrüpp, sehr dünnes Gestrüpp und im Winter halt unbelaubt von weitgehend Buche. Knospenbestimmung, diese dünnen, spitzen Knospen, die so ein bisschen speerspitzenmäßig aussehen. Ich kann nicht näher ran mit der Kamera, aber ich glaube, ihr erkennt es einigermaßen. Das ist einfach Rotbuche. Ja? Sehr simpel zu erkennen, kann man mit fast nichts anderem verwechseln, außer vielleicht Heimbuche. Das ist so ein bisschen die Länge der Knospe entscheidend. Rotbuche, ja, gerne 2 cm, selten drunter, manchmal ein bisschen mehr. Heimbuche sieht fast genauso aus, aber nur halb so lang. Also hat man besonders kleine Rotbuchenknospen, dann ist es vermutlich keine Rotbuche. Und hier zwischendrin steht auch etwas, was einfach zu bestimmen ist, nämlich grüne Knospen, keine weiteren besonderen Merkmale, das ist ein Bergahorn. Blup.
Der ist schon ein bisschen höher als unsere Buchenverjüngung. Ja, und das ist jetzt Lichtsteuerung. Ja? Die ganze Zeit latsche ich durch mehr oder weniger freies Gelände und stoße hier nirgendwo gegen kleine Stängel. Hier sind auf einmal kleine Stängel. Ja, und warum? Seht ihr? Das Kronendach hat ein Loch. Eindeutig zu erkennen, also Loch würde ich es nicht nennen wollen, aber ein bisschen lichter. Die Bäume haben ein bisschen mehr Abstand dazwischen, zwischen ihren Kronen, wenn wir sie uns belaubt vorstellen. Ne? Und ein bisschen mehr Licht kommt hier auf den Boden. Und das sind die Feinheiten. Ja? Das ist jetzt, übrigens der Förster hier ist tipptopp, ja? Also wirklich ein hervorragender Mann. Sein Vorgänger auch schon hervorragend. Der Wald ist wirklich exzellent beförstert, muss ich an dieser Stelle kurz mal zwischendrin erwähnt haben. Und ja, dieses bisschen Licht reinlassen, ja, wirklich bloß nicht zu viel, einen Baum rausnehmen an der richtigen Stelle, das langt schon und schon ist genug Licht da, dass wir hier ein undurchdringliches, wäre es, wenn es grün wäre und wenn man jetzt sagt, man möchte nichts kaputt machen, ist es das auch jetzt. Ich gehe auch da nicht durch, natürlich nicht, aber wir kriegen hier sofort ein Dickicht an jungen Bäumen, die nächste Generation steht sofort in den Startlöchern. Und das passiert entweder auf natürlichem Wege, wenn irgendwo ein alter Baum halt stirbt, weil er alt ist, oder weil er vom Pilz gefressen wurde oder vom Biber oder von wem auch immer. Und, oder alternativ halt künstlich, wenn der Förster der Meinung ist, dass es hier an der Zeit wäre, dass wir hier einen Verjüngungskegel, eine Verjüngungsgruppe bekommen, auf der eben die nächste Waldgeneration schon heranwachsen kann. Und wenn die nächste Waldgeneration steht, und zwar erst dann und nicht vorher, dann kann man mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht Bäume, die drüber stehen und die nötige Dicke erreicht haben, um sinnvollerweise da auch, ne, das Modell da hinten, der da. Nee, den nicht, der ist ja voll klein. Ja, Perspektive. Perspektive ist immer so ein Thema. Ja, hier sowas zum Beispiel, ne? Das könnte man dann über nachdenken, wenn die hier noch ein bisschen größer geworden sind, ob man den dann nicht vielleicht rausnimmt. Wäre natürlich schön, wenn er noch ein bisschen dicker wäre. Das könnte auch eine Roteiche sein. Gucken wir mal auf den Boden. Ist mit... ja, könnte durchaus eine Roteiche sein. Also das Problem ist halt, nur weil man Roteichenblätter findet, heißt das ja noch lange nicht, dass der Baum, unter dem sie liegen, jetzt auch die Roteiche ist. Die kann auch ein Stück weiter da hinten stehen und so weiter und so weiter. Eichenblätter liegen hier auch überall, also heimische Eiche muss es hier dementsprechend auch irgendwo geben. Buchenblätter sowieso, Kastanienblätter ist ein wildes Durcheinander. Das liegt daran, dass die Bäume ein wildes Durcheinander sind und das ist hervorragend. Ja? Also wir haben, fassen wir mal zusammen, mindestens heimische Eiche, Roteiche, Buche, Bergahorn, mindestens in klein. Der andere Ahorn, das könnte auch ein Spitzahorn gewesen sein, da traue ich mich derzeit gerade noch nicht, das zu sagen. Auch wieder was, was wir uns vielleicht für den Sommer spätestens aufheben sollten. Und was haben wir noch? Kirsche. Kirsche haben wir auch noch. Kleine Tannen hatten wir weiter vorne, auch vorhanden. Also die Baumartendiversität ist ziemlich super. Ja? Grundsätzlich kann man sagen, ab 4 ist alles toll. Bis 4, also 2 ist Minimum, 1 ist, außer es ist ein Buchenwald, das ist okay. Alles andere ist 1 falsch. Ja? Das sollte nicht sein. 2, ja, Minimalanforderungen heutzutage, ne? Außer wie gesagt Buchenwald, sollte man eigentlich überall erwarten dürfen, dass 2 Baumarten vorhanden sind, wir also einen Mischbestand haben. Ne? 2 ist schon gemischt. 3 würde ich fast auch als, wenn das nicht gegeben ist, dann hat irgendjemand was falsch gemacht, ansehen. 4 ist dann okay. Ja, da gibt es dann auf keinen Fall mehr einen Grund zu meckern und alles über 4 ist dann... gut bis sehr gut, je nachdem. Es müssen auch nicht 20 sein, das ist auch wieder Quatsch. Und auch nicht 15. 10 maximal vielleicht 10, das ist dann noch sinnvoll. Ne? Mehr als 10 macht nicht mehr wirklich viel Sinn. Warum? Naja, die müssen ja auch alle irgendwo ihr Plätzchen, ihre ökologische Nische im Gesamtwald-Kontinuum finden. Und das wird, je mehr Bäume da sind, irgendwann immer schwieriger. Und tatsächlich sind unsere natürlichen deutschen Wälder auch nicht unendlich artenreich, dass da immer 20 Bäume pro Hektar, Baumarten pro Hektar rumstehen würden. Das ist auch nicht der Natur entsprechend. Und deswegen sollten wir bei uns am Versuch, den Wald besonders vielfältig hinzukriegen, was sinnvoll ist, weil je vielfältiger der ist, desto weniger einfach geht er kaputt, außer ich laufe drüber. aber zu viel Vielfalt sorgt dafür, dass sich niemand wirklich durchsetzen kann. Und am Ende ist es unglaublich schwierig, so einen Wald dann auch vernünftig zu bewirtschaften, ne? Weil man einfach gar nicht mehr weiß, mit was soll ich denn hier eigentlich arbeiten.
darum, ja, es gibt eine Obergrenze. Also bei der Vielfalt meine ich jetzt. Also bei Bäumen, bevor man mir irgendwas Politisches unterstellt. Hier wieder eine Buche, eine dicke, die wird auch mal irgendwann Geld wert sein. Und jetzt muss ich hier doch mal mich ein bisschen durch die Verjüngung schlängeln. Und worüber wir auf jeden Fall noch reden sollten, ist hier unser Totholz. Ein so ein Baum, wenn man ihn dann liegen lässt, nachdem er dann umgefallen ist, der ist schon ein entscheidender Beitrag zur Totholzmenge, die so ein Wald zu bieten hat. Und ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, aber der hat durchaus diverse Pizza-Fungi. ergibt Sinn in diesem Fall. Und eine großartige Bereicherung der Biodiversität in diesem Wald. Das Schöne ist, der Baum ist ganz von alleine umgefallen. Da hat niemand nachgeholfen. Und das kann ich auch beweisen. Nämlich, jetzt bin ich inzwischen in der Brombeere angekommen. Tada! Ja, also der liegt, erstens liegt er schon in Weilching. Auch noch nicht ewig lange. Ich weiß auch noch, dass der mal noch stand. Und ist jetzt hier eben einer der prädestiniertesten bzw. markantesten Teile von Totholz, die wir in diesem Wäldchen finden können. Baden-Württemberg macht so ein Mischkonzept, was Totholz im Wald angeht. Man möchte auf der Fläche verteilt einen gewissen Totholzanteil haben, der ist aber eher gering. Dafür weist man alle paar Kilometer ein sogenanntes Refugium aus, wo jeder Baum, der umfällt, Totholz ist und kein Baum mehr gefällt wird. Beziehungsweise, wenn man mal einen fällen muss, dann bleibt er liegen und ist Totholz. Das heißt, wir machen Totholz-Hotspots sozusagen, Hotspots der Biodiversität in einem ansonsten eher totholzarmen Wald, nicht null Totholz, aber eher wenig. Und das sorgt dafür, dass man auf Flächen wie dieser hier noch vernünftig wirtschaften kann, während man dann in einem Waldrefugium nicht mehr vernünftig wirtschaften braucht, weil es aus der Wirtschaft rausgenommen ist. Kann man nochmal an anderer Stelle, haben wir auch im Übrigen schon hier und da, nochmal drüber diskutieren, aber soll hier jetzt erstmal genügen. So, wie ich jetzt merke, wird der Boden matschig, wie ihr vielleicht seht. Wir sind wieder an unserem Bächlein angekommen. Wir haben im Prinzip eine Banane gelaufen, immer auf dieser Bachseite, auf der ich mich jetzt auch noch befinde. Und das ist so der Punkt, bis zu dem ich wollte, beziehungsweise da hinten steht noch ein dicker Baum und der wäre dann auch unser Endpunkt. Das heißt, in den anderen Jahreszeiten würde ich versuchen, auch wieder ungefähr diese Route zu laufen. Und das soll dann auch reichen, ne? Was bist denn du? Tatsächlich. Hier haben wir doch sogar noch eine Erle. Ja? Die kann ich jetzt einfach identifizieren, weil Erlen dankenswerterweise mich wohl scheinbar sehr mögen und überall am Stamm gerne mal noch kleine Äste austreiben. Und die haben natürlich Knospen. Und ich versuche euch mal eine besonders schöne große zu zeigen. Na, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen. Die hat so einen Reif drauf und diesen Reif, der lässt sich abwischen. Das heißt, die Knospen sind behaart und abwischbar. Ja, ein bisschen abwischbar, nicht sehr abwischbar. Und das ist eine Erle. Ja, Alnus glutinosa in diesem Fall. Und ja, die steht üblicherweise am Bach. Und was ist hier? Der Bach. Ja, ergibt Sinn. Ist also ein Stück völlig natürliche Vegetation, wird hier auch niemand gepflanzt haben. Eine Erle gehört einfach ab einer gewissen Bachbreite an den Bach. Diese gewisse Bachbreite hat der Bach hier gerade so erreicht. Das ist auch wirklich so ungefähr die Grenze. Viel kleiner sollte er nicht mehr sein. Dann reicht es eigentlich nicht, um eine eigene Erlenpopulation auszubilden. Aber ja, ab hier ist es durchaus denkbar, dass die Erle sich gegen andere Bäume durchsetzt, weil der Boden hier, der ist ja auch sehr nass und matschig, größtenteils wassergesättigt ist, die meiste Zeit vom Jahr. Da haben zum Beispiel Buchen ein großes Problem mit. Eine Eiche würde vielleicht gerade noch so klarkommen, ist aber auch wieder nicht konkurrenzfähig zur Erle. Und andere Bäume, so viele gibt es dann gar nicht mehr, die eben mit diesem nassen, matschigen Boden dann vernünftig zurechtkommen. Außer vielleicht das dicke Ding da. Das dicke Ding ist, ich habe lange darüber gerätselt, aber es ist eine Pappel, schlicht und ergreifend. Und da hinten steht übrigens nochmal eine. Also die sind schon sehr, sehr dick. Man könnte meinen, es sind sehr alte Eichen. Nö, das ist nicht der Fall. Es ist einfach Pappel. Es wäre auch unwahrscheinlich. Ja, die sind deutlich dicker, also ohne da jetzt hinlaufen zu wollen, weil da kriege ich nasse Füße. Vielleicht im Sommer, wenn der Bach ausgetrocknet ist. Es ist unwahrscheinlich, dass man in einem Wäldchen
das ungefähr überall dasselbe Alter hat. Also die Bäume, die wir bisher gesehen haben, manche, die ganz dünnen sind natürlich jünger, ja. Aber die Bäume, die Zukunftsbäume, die wertvollen Bäume, die forstwirtschaftlich eine Rolle spielen, die sind alle plus minus gleich alt. Bisschen Unterschied, ne? Aber nicht viel. Es macht einen riesen Unterschied, ob man eben gepflegt wird, dann wächst man teilweise doppelt so schnell, wie der Nachbar, der neben dran steht, und ist dann halt am Ende auch doppelt so dick, relativ schnell, wie der Nachbar, der neben dran steht, ob man halt der ausgewählte Zukunftsbaum ist oder halt der, ja, du bist auch da, damit der ausgewählte Zukunftsbaum nicht so alleine ist, Baum sozusagen. Ja, und diese Pappeln kommen vom Alter auch hin. Pappel wächst halt dermaßen viel schneller als den anderen Kram, den wir jetzt so gesehen haben, dass man einfach festhalten kann, das passt vom Alter her. Ja, und eine Eiche, wenn das Eichen wären, das sind nämlich Schwarzpappel oder Schwarzpappelartige Pappeln, die bilden sehr gerne Hybride. Deswegen ist es schwierig, eine Schwarzpappel wirklich 100% als Schwarzpappel anzusprechen. Irgendwas mit Schwarzpappel ist drin, ja, mit Sicherheit, genetisch. Aber nur Schwarzpappel, schwer zu sagen. Ja. Aber ja, jedenfalls bilden die super gerne Hybride und wachsen halt so viel schneller, locker doppelt, beziehungsweise gerne auch mal dreimal so schnell wie Buche. Weshalb, wo ist denn die Dicke? Da ist die Dicke, ja, die da meine ich. Das ist somit der dickste Baum, den es hier gibt. Die hat auch eine riesige Krone, wie ihr sehen könnt, ja, und steht an einer Stelle, wo sie relativ viel Licht bekommt. Und das ist eben kein Zufall, sondern Pappeln brauchen auch viel Licht, damit sie eben ihre Wuchsleistung auch bringen können. Sind die was wert? Nö. Nö. Ja, was macht man denn aus Pappel? Eistielchen, Zahnstocher, Pommesgabeln, solche Sachen. Ja, also, nö. Die sind wirklich nicht viel wert. Natürlich Brennholz, selbstverständlich. Das geht auch. Und damit wäre auch die Frage geklärt, warum denn unser sehr dicker Baum hier, der noch gar nicht so lange umgefallen ist, trotzdem schon so ausgehöhlt und so weit abgebaut, dass ich ja gesagt habe, ein Stumpf sieht normalerweise nach 30 Jahren so aus. Oder kann nach 30 Jahren so aussehen, je nach Baumart. Bei Pappel geht es natürlich erheblich schneller. Und wenn die mal so dick geworden sind, wie die hier mal war, dann leben sie auch nicht mehr allzu lange. Die haben auch nur eine geringe Lebenserwartung von 120 Jahren. Für einen Baum ist das ja nun wirklich nicht besonders viel. Und ungefähr, plus minus, manchmal ein bisschen mehr. 150-Jährige hat man auch schon gesehen. Aber viel mehr dann nicht mehr. Ja, und ja, die wachsen sich selber tot. Das ist ein Riesenbaum. Die sind super dick, haben aber nur weiches Holz. Deswegen kann man es ja auch für nichts brauchen außer Pommesgabel. Und das ist dann automatisch relativ schnell das Ende der Pappel. Ja? Aber bereichernd, schönes Totholz einfach zu zersetzen für den Pilz. Das macht den Pilz einfacher. Wir kriegen eine hohe Pilzbiodiversität. Es sind ja auch jede Menge Pilze dran an dem Stamm. Und es gibt Vielfalt auf dem Waldboden. Ne? Und ein bisschen Struktur, die wir im Winter sonst vermissen, weil alles kahl. Ne? So, und damit wird es auch langsam duster. Ich denke, die Bildqualität ist auch nicht unbedingt gerade besser geworden momentan. Vielleicht gehen wir nächstes Mal noch ein Stück weiter, aber jetzt einfach aufgrund der Düsternis würde ich sagen, das langt fürs Erste. Und als, wie weit war das jetzt übrigens, nur mal so zur Info, vielleicht 150 Meter. Ja, aber das langt für unsere Zwecke, und inwiefern sich das jetzt stark verändert und was man dann anderes sehen kann und anderes beobachten kann, wenn es halt grün geworden ist. Gerade so grün, also so Anfang Frühling. Bäume beginnen teilweise auszutreiben, aber Bodenblüher, ne, Frühjahrsblüher sind schon da. Das wird dann der Moment sein, wo ich hier wiederkomme. Möglicherweise ist das gar nicht so lange hin. Schwer zu sagen, je nachdem, wie der Frühling dann vielleicht schon bald Einzug hält, vielleicht auch noch nicht so bald. Aber dann bin ich jedenfalls wieder hier und dann gucken wir mal, was es dann anderes vor allen Dingen zu sehen gibt. Ich versuche mich dann auch nach Möglichkeit nicht zu dem, was ich heute erzählt habe, zu wiederholen. Bedanke mich fürs Mitkommen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich meinen Fuß wieder auf ein Pedal kriege, weil ganz gesund ist er immer noch nicht. Lange stehen. Macht's gut. Tschüss.